sei sexy, wenn er kommt, verführerisch in einem tiefen Busenausschnitt und umgeben von einer Wolke des verwerflichsten Parfüms. Wie kann ich denn überhaupt sexy und verführerisch sein, wenn ich doch nur immer ans Essen denkt? Bin ich müde. Wie immer. Sei sexy und verführerisch. Voilà, Liebling! Was ist los mit dir, Frieda? Ich bin's, der Hugo, dein Mann. Erinnerst du dich? Liebling! So komm, sag, was ist los? Ich langweile mich. Weißt du, Frieda, selbst so eine kulinarische Spezialität wie Hacktätschli, die verliert am Mittwoch ein Bierenbiss an Reiz, wenn man sie am Montag und am Dienstag schon hatte. Also, mein Beruf hat mich fasziniert. Und dort habe ich wenigstens noch Leute gekannt. Wer kenne ich denn heute schon? Am Freitag die Frauen zum Bridge, der Gemüsler um die Ecke, der Böschner, die Livia. Guten Tag, Frau Frisch, das Wetter, gell, Sie? Guten Tag, Frau Frisch, der Regen. Oh nein. Oder willst du vielleicht Mitglied werden vom Wohlfahrtskomitee vom Herrn Pfarrer? 30 Frauen und ein Mann, und der ist auch schon 72. Ja, aber ich weiss, was hast du wollen sagen. Ja, weil du genau das Gleiche gedacht hast. Nein, aber nicht ernsthaft, nur so en passant, das ist absurd. Und noch etwas. Was hast du zuallererst gemacht, als du zur Tür reingekommen bist? Die Livia beleidigt. Nein, das war später. Du hast doch zuallererst alles aufgelesen, was da am Boden rumgelegen ist. Du bist viel ordentlicher als ich. Also, er braucht nicht viel. Ja, könnte ich die Frau Frieda Frisch einen Apparat haben? Was heisst das, sie ist besetzt? Die ist im Fall geheiratet, und zwar mit mir. Sitzen bleiben, nur sitzen bleiben. Und, wie geht's mit dem Schätzli? Darf ich mir helfen putzen? Hey! Sieg, was fällt Ihnen ein? Ja, ich hab gemeint, Sie. Wer sind Sie überhaupt? Wer sind Sie überhaupt? Selber brennen? Ah ja. Das ist dann gar nicht schlecht, Sie. Ha. Benni, das ist mein Mann. Hugo, das ist mein Sekretär. Schönen guten Tag. Und wie geht's Ihnen? Ihren Wagen gefällt mir. Genau genommen hast du mehr Glück als ich, Livia. Einfach ein bisschen weniger Geschick. Schau da. Drum fass. Aber schön. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Jetzt habe ich gemeint, der Papi breche die Koffer. Es kommt noch mehr. Er zahlt noch das Taxi. Gerda, ich habe ja so Freude. Mein Gott, also das ist wirklich so schön jetzt. Was hast denn du da? Kind? Ach, das ist alles noch genauso wie früher, als ob nichts geschehen wäre. Ja, ich habe das Gefühl, da ist einiges geschehen. Wem sind denn die Kinder? Meine. Was? Oh, das schöne Bild, Papi. Hast du das gemalt? Hättest du wenigstens nicht deine Eltern können benachrichtigen, Gerda? Das neue Vorhang haben wir auch noch. Nein, du bist gewaschen. Das ist jetzt immer das grusigste Viech, das ich bis heute gesehen habe. Schau, mit Fisch ist das immer so eine Sache. Die muss man ganz frisch haben. Ja, also im Laden haben sie gesagt, er ist ganz frisch eingeflogen. Und dann wieder fahren, wenn er abgeflogen ist. Braucht dann gar nicht viel und die verkotzen dir dein beste Hemd. Ist im Fall nicht mein beste Hemd, bist mein einziger. Ja, du. Hm? Du. Wie lange machen wir jetzt das? Wahrscheinlich schon eine halbe Stunde. Was, eine halbe Stunde?
Tut schon da an weh. Gar nicht gewusst, dass das so einfach ist. Der Schatz hat doch den Kopf ein bisschen. Was, man bringe ich fast eine Ähnlichkeit her. Ein Gefühl von einer glückten Flucht nach 23 Jahren Kerker. Ich kann dich nicht allzu gut verstehen. Ja. Ja, hallo, Mirei, da ist der Hugo. Ja, wir sind zweieinhalb knackige Junggesellen. Und alle wollen fragen, ob ihr mal wollt, das Dritte ein bisschen hierher kommt. Was wir denn da machen? Rinderwachsen!